Für uns ist heute die Zeit gekommen. Wir werden Heu schneiden, von Anfang bis Ende, vom Schneiden bis zum fertig gelagerten Heu. Bleibt dabei. Wir haben uns extra zum Heu machen ein neues Spielzeug gekauft. Zu unserem Motorblock, den wir davor hatten, haben wir jetzt einen anderen geholt, weil auf den passen die Aufsätze zum Heuschneiden ganz gut. Und damit werden wir jetzt unser Heu machen. Dann haben wir einen Motorblock, mit dem wir gut rumfahren können und der ein bisschen mehr Power hat für die Gartenarbeiten. Dieser hier hat 9 PS. Der reicht vollkommen aus. Können wir rumfahren mit, können wir Heuschneiden mit. Und hier ist das Heu noch nicht geschnitten. Dieses Jahr war ein schlechtes Heujahr. Es hat sehr wenig geregnet zur Zeit, wo der Rasen schön hochsprießen würde. Aber unsere Ziegen wollen das gekaufte Heu nicht essen. Sie wollen nur das eigene. Deswegen ernten wir dieses Jahr noch Heu und dann werden sie Ziegen genießen. Wer schon mal Ziegen gehalten hat, weiß, dass Ziegen Feinschmecker sind und sehr wählerisch. Die Kühe essen, was du denen hinstellst, aber die Ziegen wollen immer Verschiedenes haben. Sie wollen viel Auswahl haben und suchen sich nur das Beste raus, was ihnen gut schmeckt. Und das, was ihnen nicht so gut schmeckt, das lassen sie auch liegen. Sie essen das nicht, auch wenn sie hungrig sind, sie essen das nicht. Sie wollen nur das Beste vom Besten. Und das ist der Vorteil hier bei dem Rasen- oder Wiesengras, den wir haben. Das sind viele verschiedene Pflanzen, also Kräuter und so weiter dabei. Haben die Ziegen viel Auswahl und das essen sie viel lieber als einfach nur hochgewachsenes Rasen, was hier immer recht spät geerntet wird, sodass es auch schon für die Ziegen ein bisschen zu fest ist. Für die Kühe geht es noch, aber für die Ziegen ist das schon ein bisschen zu holzig, kann man sagen. So, mein Vater wird das Heu jetzt weiterschneiden und los geht's. Und hier liegt das Heu auch schon. Hier wurde schon ein bisschen geschnitten. Aber das ist nur Schritt 1, das Heu zu schneiden. Die nächsten Schritte kommen noch. So sieht es jetzt aus. Die Fläche ist gemäht. Alles ist gemacht. Die Bienen fliegen auch herrlich. Haben Tracht gefunden. Es ist bei uns dieses Jahr sehr, sehr trocken. Aber jetzt beginnt langsam, dass die Bienen auch fliegen können. Weiß nicht, ob man sie sehen kann. Ich zoome mal ein bisschen rein. Da sieht man, dass sie fliegen. Haben jetzt ein bisschen was gefunden. So sieht es jetzt auf dem Feld aus. Hier hinten haben wir nicht gemäht, hinter den Feldern. Und auch hier. Dieses Stück haben wir nicht gemäht, weil da ist nichts zu holen. Da waren die Kühe schon drauf gewesen. Wir hatten denen noch eine Krippe gebaut, dass wenn wir kein Heu mehr, keine Weidefläche mehr haben, dass sie da an der Krippe Heu essen können. Deswegen haben wir da nicht gemäht, weil da ist alles abgegrast. Und so sieht das aus, wenn das Heu gewendet wird. Das wird dann alles, von wo es gerade liegt, genommen und in Linien gemacht. Hier hinten sieht man das, alles schön in Linien verteilt. Und so können wir es dann ganz leicht aufsammeln. Das Heu liegt jetzt leider schon sehr lange. Das liegt jetzt seit circa 4 Tagen. Auf einer Seite lag es, ohne gewendet zu werden. Und bei uns ist normalerweise so, weil es so heiß ist, dass es geschnitten wird. Den nächsten Tag liegt es dann. Dann wird es einmal gewendet, dann liegt es wieder einen Tag und wird eingeholt. Also eigentlich nach dem Schneiden, am dritten Tag, also 3 Tage später, wird es eigentlich eingeholt, das Heu. Weil hier so warm ist, es ist schon super trocken. Nur leider hat es jetzt mit dem Einholen oder mit dem Wenden nicht so ganz geklappt. Das ist schon sehr, sehr trocken geworden, das Heu. Es ist wirklich sehr trocken. Aber ist okay, das werden sie noch gut essen. Und
wir werden das Ganze dann mal bei demnächst gehen und einsammeln. Es hat bei uns eine kleine Planänderung gegeben. Wir werden das Heu, es ist sehr sonnig heute, wir werden das Heu nicht selber per Hand einsammeln mit dem Motorblock und Anhänger, sondern wir haben hier jemanden gefragt, ob er nicht vielleicht Ballen für uns machen könnte. Und ja, jetzt werden die Heuballen, oder jetzt wird das Heu zu Ballen gepresst. Somit haben wir es kompakter, können es leichter lagern und wir werden nachher einfach gucken, wie wir die Heuballen irgendwie zu uns nach oben bekommen. Wir haben aber auch schon eine Idee, wie wir die Ballen hochbekommen werden. Das werden wir schon schaffen, bin ich mir sicher. Da wird das Heu gerade in die Presse geladen und wenn die Presse voll ist, wird er den Ballen ablassen. Zugeschnürt und fertig. Wir schätzen mal nicht, dass es mehr als 2-3 Ballen werden wird. Höchstens 3. Dieses Jahr ist sehr trocken gewesen, sehr schlechte Heuernte, sehr schlecht. Ich habe ja hier ein Feld mit Luzerneheu, was hier alles zu sehen ist. Daraus habe ich bei der ersten Ernte letztes Jahr 11,5 Ballen waren das bekommen. Dieses Jahr 5. Und 5 Ballen, das ist die Hälfte von dem, was ich letztes Jahr hatte. Und es waren eigentlich dieses Jahr 4,5 sogar nur. Also weniger als die Hälfte von letztem Jahr habe ich bekommen. Und das ist keine gute Ernte. Aber dieses Jahr ist das so. Ich glaube, da wird der nächste Ballen gerade rausgepresst. Wenn ich mich nicht irre. Ja, da ist der nächste Ballen. Zwei Ballen sind es bis jetzt. Na, dann lassen wir mal weitermachen. Das ganze eingelagerte Heu kommt hier in die Scheune bei uns. Misha hilft uns fleißig. Er liebt den Motorblock. Aufgehen. Das ganze Heu machen wir hier erstmal in die Ecke rein, weil eigentlich wird das hier unser Bienenlagerraum werden. Haben hier schon angefangen, die Sachen ein wenig zu sortieren. Hier werden wir noch überall reihenweise Podests machen, dass die Sachen hier ordentlich stehen können und hier nicht alles kreuz quer herumzustehen hat. Dass wir nicht suchen müssen, was wir brauchen, sondern einfach reingehen, wissen, in der Ecke steht das und das, nehmen wir, da haben wir, was wir brauchen. Aber erstmal haben wir hier unser Heu dann drin für die Ziegen. Müssen wir das Heu pressen, ne? Sehr schön, Misha. Haben wir unsere eigene Pressmaschine hier, ne? Misha hilft uns ganz gut. Ist das schön, ne? Auf dem Heu schlafen, das werden wir mit dir noch machen, ne? Das wirst du noch, da wirst du noch Spaß dran haben. Ups. Misha, Papa hat dich. Und runter. So. Wieder Motorblock fahren, Misha? Na komm, Motorblock fahren. So, und ich setze mich auf den Anhänger rauf, während Misha uns dahin fahren wird, ja? Um das weitere Heu einzusammeln.
direkt an den Bienen vorbei. Und da sind wir angekommen. Die letzten paar kleine Heuhügelchen werden gesammelt. Heute ist auch ganz schön windig. Mischa reibt sich schon die Augen. Hast du was ins Auge bekommen? Ja? Mischulchen. Wir arbeiten hier gerade aktuell bei 35 Grad im Schatten und brennender Sonne, keine Wolken. Und Blacky ist auch sehr heiß. Sie hat sich unterm Motorblock in Schatten gelegt. Mischa ist auch schon warm, muss auch gleich rein, ja. So, das war das letzte Heu. Jetzt kommen nur noch die drei Ballen rein. Und da haben wir schon was überlegt, wie wir die hier wegbekommen. Nachdem Mischa jetzt was getrunken hat, er hatte ganz viel getrunken, hat ganz schön Durst gehabt. Ja, Mischa, ist auch ganz schön heiß gerade draußen. Hat er jetzt eine Gurke bekommen, jetzt ist er zufrieden. Njam, njam, njam. Ja, immer wenn du stehen bleibst, soll Papa auch stehen, ja? Stampfen wir ein bisschen. Ei, das macht Spaß, ja? Ei, macht Stampfen Spaß. Und weiter geht's zur Arbeit, Mischa, ja? Weiter geht's. Ein bisschen zu nah für die Bienen. Sind ein paar auf mich rumgeflogen. Wollten stechen, angegriffen. Zum Glück keinen Stich bekommen. Naja. Das ist jetzt der letzte Heuballen. Wir dachten uns, der Anhänger und das Auto sind noch dafür gut. Ups. Ja.
Ja, jetzt sind alle Heuballen hier. Alle drei Ballen und circa ein Ballen hatten wir noch zusammengesammelt gehabt, was liegen geblieben war auf der Weide. Das haben wir in die Scheune gepackt. Also circa vier Ballen haben wir es gehabt. Die Kühe waren dieses Jahr aber auch ein bisschen hinten rumgelaufen. Dementsprechend konnten wir nicht alles so wie letztes Jahr ernten. Trotzdem, da wo die Kühe rumgelaufen waren, hätten wir da jetzt auch geerntet, hätten wir vielleicht noch zwei Ballen rausbekommen. Dann hätten wir sechs Ballen insgesamt gehabt. Und letztes Jahr haben wir da 9 oder 10 Ballen gehabt. Also dieses Jahr war kein gutes Jahr. Aber wir haben, was wir haben. Die Ziegen essen auch nicht so viel. Ein paar Ballen brauchen wir dann noch. Und das hält sich dann in Grenzen. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!